Mein letztes Jahr war hart, doch ich gab niemals auf. Denn ein echter Kämpfer geht doch niemals als Verlierer raus. Immer wieder hochkommen, wenn ich tief am Boden lag. Ich sag, mir ging's gut, auch wenn es nur gelogen war. Scheiß drauf, ich mach die Leute in meinem Umfeld nicht verrückt. Ich rede halt nicht gerne über das, was mich drückt. Diese Zeit hat mich kaputt gemacht. Das, was ich hatte, war nur das, was in den Rucksack passt. Und dann war schon Schluss, verdammt. Bin durch die Gegend gelaufen und hab keinen Plan, wohin. Mein Leben machte gar keinen Sinn, doch ich hatte einen starken Willen. War kurz vorm Aufgeben, noch dachte an die Kinder. Dann bei Wind und Wetter unterwegs, damit ich meine Kinder sah. Jeden Abend prägte mich dann stets die gleiche Frage, wo ich denn heute schlafe, zum Glück nie auf der Straße. Ja, ich weiß, es war ein harter Weg, doch ich bin stolz, dass ich grad hier steh. Ja, ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Wieder 3 Uhr nachts, werde wach und bin voll geschwitzt. Wieder so ein Traum, der auch am Tag seine Folgen spricht. Manche Taten wollte ich, manche Taten sollte ich, manche konnte ich nicht, weil etwas in der Brust aus dem Loch noch springt. Wegen wär ich wieder Kind, denn für die Scheiße, die die Schlinge zieht, wär ich wieder blind. Ist wie ein schädlicher Instinkt, dir deine eigenen Sachen anzusammeln und du erst aufräumst, denn bei dir ist schon längst der Dachstuhl brannte. Die Rakete startet, ich muss nach der Wahrheit gucken, auf der Suche nach dem Warum hab ich ein Egal gefunden. Wann kommt die Platte, die du schon so lang versprichst? Jeder weiß, du hast Talent, doch warum tust du dafür nichts? Ist nicht nur meine Zeit, die daran festhält, sie sehen das große Ganze, aber keiner guckt mal Backstage. Das sind nicht alles meine eigenen Probleme. Meine werde ich hier nicht zeigen, weil die Scheiße keiner sehen will. Und sie fragen, was ist los? Warum bist du so gereizt und woher kommen die Aggressionen? Und ich sitz auf meiner Wolke, schau ihnen allen ins Gesicht. Wird schon wieder, Bruder, brauch nur etwas Zeit für mich. Ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Ich schreib die Zeilen auf und ich denke nach. Es ist zu viel passiert in diesem letzten Jahr. Dämonen wollten mich wieder mal unterkriegen, doch ich hab mich stark gemacht, ich lass mir nicht den Mund verbieten.